Ja, moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Gartenland. Oh, ich kann euch sagen, ich bin so fertig, so K.O. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, kurze Erklärung. Freitagmittag habe ich angefangen. Ich hatte ja diesen Sturmschaden, hatte ich euch erzählt. Da ging es um zwei Bäume, die oben in den Kronen hängen geblieben sind. Die sind zwar umgefallen und entwurzelt, oder der Wurzelteller ist angehoben. Die waren also, die standen nur auf 7:30 und hingen oben in anderen Bäumen drin. So, einer war komplett umgefallen schon. Das ging. Und was hatten wir noch? Ein, der stand also, na, ich sag mal so 50, 60 Grad. Auch Wurzelteller schon angehoben. Der war ein bisschen schwieriger, weil das war alles Hanglage. Und der neigte sich zum Hang hin. Und davor waren halt, da wo er hinfallen wollte, sollte, würde, waren alles so große Rhododendron. Ja. Wollte der Kunde natürlich nicht, dass das jetzt vielleicht unbedingt da drauf fällt und die Rhododendron kaputt macht. Ich sag, ja, aber wie sollen wir es anders machen? Ne? Der hat so eine Schräglage. Der ist so groß. Ich krieg da oben, ich komme da ganz oben nicht an, um den jetzt irgendwie rüber zu ziehen oder so. Ne? Also mit irgendwelchen Maschinen da rein oder so, war gar keine Rede von. Und auch viel zu aufwendig alles. Also wir hatten zwar Kettenzug und alles mit, aber den rüberziehen. Viel zu schwierig. Und zur anderen Seite hätte er auch nicht einfach frei fallen können, da waren dann schon wieder alles andere Bäume. Also wäre da oben gleich wieder hängen geblieben. Katastrophe. Ja, das war der Freitag, da habe ich dann eben halt die zwei Hänger entfernt und den, der sowieso schon umgefallen war. Da blende ich auch noch bei ihm gleich ein kurzes Handyvideo ein. Ich wollte eigentlich alles komplett schön mit dem Handy und so, aber dann war auf einmal die Speicherkarte voll. Also nicht gleich wundern. Ja, das habe ich Freitag erledigt. Dann habe ich gedacht, okay, ne, alles ganz gut geklappt. Es war ungefähr so 16 Uhr. Kriege ich noch einen Anruf. Hecke schneiden. Ob ich sowas mache. Ich sage, ja klar, ja, ich wohne da und da. Ich sage, ja, können Sie mal vorbeikommen? Ich sage, klar, kein Problem. Ich sage, das ist ja 5 Minuten entfernt, ich komme eben rum. War aber eigentlich schon ganz schön im Arsch. Und das ging wirklich nur mal eben so ein bisschen Formschnitt machen. Ich sage, ja, ne, kann ich machen. Ja, oh ja, was kostet das und wann hätten Sie Zeit? Ich sage, so und so viel. Ich sage, könnte ich jetzt sofort machen. Ich habe alles dabei. Jo, dann legen Sie mal los. Ja, war dann irgendwann abends um 6 zu Hause. Dann noch den Anhänger abgeladen und oh, ihr kennt das ja. Ja, und heute Morgen um 7 haben wir dann wieder angefangen. Ich habe mir dann gestern Abend noch Gedanken gemacht, wie wir diesen Baum jetzt fällen können. Weil wenn ich ihn nicht fälle, dann fällt der Wind ihn irgendwann. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und dann hatte ich mir überlegt, spiele ich mal Jesus. Also habe ich geguckt. Ja, die großen Rhododendron, alles wirklich solche Äste. Wir haben einfach Gurte um die Äste gelegt. Uns eine kleine Schneise gebildet. Also so weit auseinandergezogen, dass wir eine kleine Schneise hatten und dann haben wir den Baum da reingelegt. Ne? Also klar, da sind diverse Äste abgebrochen, weil alles, was an der Tanne, das waren Tannen, so an den Seitenästen war und so, das hat natürlich die Rhododendron auch platt gemacht. Aber es hat funktioniert. Wir konnten ihn wirklich schön legen, haben alles klein geschnitten, alles gehäckselt, wunderbar, haben die Gurte wieder gelöst. Das Ganze hat sich wieder beschlossen. Klar, unten waren noch so kleine Rhododendron, den hat er natürlich komplett platt gemacht.
Da ist jetzt eine Lücke, aber vom Prinzip her wenig Schaden angerichtet. Und so soll es ja auch sein. Und Leute, ganz ehrlich, was wollt ihr denn machen? Ein Kletterer ist immer die Frage. Der sagt auch, nee, das, da klettert er nicht hoch in 20 Meter. Und wenn der Baum abgeht, dann geht er ab. Ne? Also, und vor allem, ach Gott, was kostet ein kleiner Rode Dendron neu? Ne? Den alten jetzt ausbuddeln, einen neuen reinsetzen. Ich glaube, das ist günstiger, als einen Baumkletterer kommen zu lassen. So muss man das ja auch mal sehen. Ne? Man kann vieles machen, aber ich sage den Kunden auch immer, ist ihnen das jetzt das wert? Ne? Ich sage, wir können das gerne so machen, wenn sie das wollen, aber ist ihnen das vom Geld her wert? So. Ja, das war das. Also das haben wir dann heute noch erledigt. Danach sind wir dann heute um 11 nochmal wieder eine Hecke in Form schneiden. Ich weiß, es ist eigentlich viel zu spät dafür. Aber ich bin die Hecken vorher abgegangen. Ob irgendwelche Vögel da schon drin sind oder sonst irgendwas, war nicht. Wir haben auch wirklich nur einen Formschnitt gemacht. Auch alles eben durchgehäckselt und waren da um 2 Uhr oder so durch. Und dann war ich auch wirklich in den Arsch. Dann haben wir jetzt eben noch alles ausgeladen, das ganze Werkzeug und so. Es reicht. Ja, ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal eben kurz das Video ein. Das, was ich noch mit meinem Handy aufgenommen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, moin Leute. So. Ja, wie ich schon gesagt hatte, Sturmschaden. Also hier, hier hing so ein Trockner drin, der liegt jetzt da unten klein geschnippelt. Damit habe ich angefangen. Ne? Fellheber, schön ein bisschen erstmal gegeben, unten immer ein bisschen so einen Meter weggekürzt, ging wunderbar. Das Ding war kurz vorm Runterfallen. Auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel eine alte Umi. So mitten unterm Baum, so ging sie gerade lang. Ich so, weg da, ne? Ja, moin, ich wollte mal fragen, was sie hier machen. Ich sag, das ist erst ein Privatgrundstück. Ich sag, zweitens, haben sie die Absperrung nicht gesehen? Ja, ich bin die Nachbarin. Katastrophe. Was soll man denn noch machen? Also, normalerweise müsste ich hier 10 Leute ringsherum hinstellen, die nicht auf dieses Privatgrundstück gehen. Und dann blieb sie erstmal ganz locker da stehen. So bist du ganz gemütlich im Badelatschen und so. Oh, naja. Schnell erstmal bei der Seite gezogen. Aus dem Gefahrenbereich raus. Und ach, echt unmöglich. Wirklich bei laufender Kettensäge. Latscht die einfach hier so lang. Ohne mir nichts, dir nichts. Aber ihr kennt das selber. Habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt. Aber das will man nicht erleben. So, auf jeden Fall alles gut gegangen. So, der Baum weg. Da vorne ungefähr stand noch einer, die hängen da oben drinne. Den habe ich aber eigentlich auch sehr gut weggekriegt. Unten ganz normal, also da war nur der Wurzelteller angehoben. Den habe ich auf jeden Fall sehr gut weggekriegt. Der blieb zwar auch oben hängen, aber ich glaube, den habe ich einmal unten angekürzt und dann mit dem Fellheber ein bisschen gedreht und dann rutschte der wirklich perfekt da, wo er hin sollte. Nichts an den Pflanzen kaputt gemacht, die dem Kunden wichtig sind. Alles gut gegangen. Ja, und da war auf einmal das Video zu Ende, beziehungsweise die Speicherkarte voll. Ja, gut. Ach, das habe ich euch, glaube ich, eben erst erzählt noch auf dem Handy. Nee, ich weiß es jetzt gar nicht. Das mit der alten Oma. Ich hatte das Handy halt gestern aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das da noch mit draufgepackt hatte. Wirklich, ich bin dabei, so ein Tonholzbaum, der da umgefallen ist, der da hing, mit dem Fallheber, den ich euch gezeigt habe, will den gerade losdrehen und sehe auf einmal, also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich alles mit Absperren, es war ein Privatgrundstück, da stehen sogar überall Schilder da hinten, Privatgrundstück, ich habe trotzdem noch überall, wo Durchgänge sind, Absperrband gezogen. Auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel, da bewegt sich was. Also ich war so mit dem
Fellheber in der Gänge und sehe so aus dem Augenwinkel, irgendwas ist da unter dem Baum, da bewegt sich gerade was. Und guck, ich glaube, ich habe es gestern erzählt, ne? Ich habe es, glaube ich, eben im Handyvideo erzählt, das war der alte Oma. Ach, ich wollte mal gucken, wer sie sind, was sie hier machen, hier soll ja irgendwas gebaut werden und ich dachte, sie fangen jetzt an, hier alles platt zu machen. Ich dachte nur, ey, weg, Oma. Ich sage, haben Sie die Absperrbänder nicht gesehen? Doch, aber sie haben ja gerade nicht gesägt oder so. Ach Mann, also... Wie... Also... Warnrufe gegeben. Also ich war ganz alleine auf dem Grundstück, normalerweise. Warnrufe gegeben noch alles. Keine Chance, also die war total resistent. Und sagt auch noch zu mir, ja, warum machen Sie die Bäume dann runter? Ich sag, der ist tot. Also der hängt hier bestimmt schon seit einem Jahr. Ich sag, der ist doch schon trocken. Ich sag, und der andere ist auch entwurzelt. Aber der hängt doch da oben noch im Baum. Der kommt doch bestimmt nochmal wieder. Ich sag, was heißt, der kommt nochmal wieder? Beim nächsten Windstoß fällt er um vielleicht. Oder wenn sich ein Vogel draufsetzt. Und dass ich dann diesen anderen, der schon so auf 50 Grad steht, dass ich den auch noch wegmache, das konnte sie gar nicht verstehen. Ich sag, hier sind zwei kleine Kinder. Ja, die sollen ja auch nicht draußen spielen, wenn Sturm ist. Ich sag, der muss ja auch nicht unbedingt bei Sturm umfallen. Ich sag, sie haben hier Hanglage. Ich sag, der ganze Boden, der ist ja komplett aufgeweicht und durchnässt durch Regen und so, ne? Ich sag, die Wurzeln, das hat alles keinen richtigen Halt hier. Hat sie nicht verstanden. Aber der ist doch noch grün, der Baum. Warum muss er denn gefällt werden? Ich sag, weil der vom Wind umgeschubst worden ist. Die Wurzel hat sich doch schon angehoben, der Boden. Och, der sitzt doch bestimmt noch fest in der Erde. Ja. Also ich habe vorne nur den Fellkeil reingemacht, einen ganz kleinen nur. Weil er ja sowieso schon diese Schräglage hatte. Da hat er schon angefangen zu knacken. Dann habe ich hinten ganz vorsichtig angesägt. Da habe ich gesehen, wie der Spalt schon aufging. Also das waren vielleicht, keine Ahnung, so 5 cm. Ich dachte auf einmal... Da kannst du ja gleich die Hand reinschieben. Also so eine Spannung saß da schon drauf. Und die fragt mich noch, warum ich den fällen muss. Ja. So, genug geredet. Ich bin eigentlich tierisch im Arsch. Ich habe euch aber ja versprochen, dass ich euch noch den kleinen Kantenmäher auspacke. Ich werde ihn heute noch auspacken für euch, mal zeigen, was da drin ist, und im nächsten Video werde ich da mal so einen kleinen Praxistest drüber machen. Also hier wirklich nur mal eben kurz ausgepackt, und im nächsten Video werden wir das Ding mal wirklich, oder machen wir das erst beim nächsten Mal. Ich mache da ein separates Video zu, sonst wird dieses hier wieder zu lang. Also, tut mir leid, aber ich glaube, das ist schöner, wenn ich das komplett auspacke und teste und ein eigenes Video von mache, als wenn ich das jetzt hier auspacke und das ist alles Mist. Ja, so viel dazu. Also, ich hoffe, ihr hattet bei dem schönen Wetter was Besseres zu tun als ich gestern und heute. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Kunden waren alle gut. Haben beim Aufräumen auch mit angefasst. Was sie ja gar nicht müssen, aber viele Hände, schnelles Ende. Habe ich auch nichts dagegen, spart ja auch ein bisschen Geld immer für die Kunden, für mich halt immer ein bisschen weniger dann, aber wenn man sowieso schon so im Arsch ist oder so, dann ist das ganz angenehm, wenn die auch mit anfassen. So, ich habe tierisch Druck auf den Ohren, vielleicht spreche ich auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das von den Gehörschützern kommt oder durch diesen Krach oder so. Mal gucken, geht auch wieder weg. Gut. Also, ich hoffe, euch passiert sowas nicht, dass irgendwelche Leute unter euren Bäumen durchlaufen, wenn ihr die gerade irgendwo runterholen wollt oder so. Aber das war... Mir fällt da nichts so ein, ey. So lebensmüde, ne? Naja, gut. Also, dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Mal sehen, vielleicht in der Woche nochmal oder wieder zum nächsten Wochenende. Hat es euch gefallen? Daumen hoch. Wenn nicht, dann runter. Heute war halt nur wieder ein bisschen quatschi.
Wenn ihr davon mehr sehen wollt, abonniert mich mal, guckt euch mal die anderen Videos an, die ich so gemacht habe. Und dann, ja, schönes Wochenende. Euer Kai von Gartenland.